Großen Applaus bitte für unseren Gast, Marco Würgenkemper. Und Need for Seed, um das vielleicht auch mal kurz zu erklären, der Sitz ist in Kassel. Ja. Und darüber hinaus gibt es Need for Seed USA. Auch die sollten wir mal mit ins Boot holen. Wir sind ja 2011 gestartet und relativ schnell im Jahr 2012 kam dann gleich noch Need for Seed USA dazu. Die Jungs sind heute auch hier. Mit einem großen Applaus Jean-Christophe von Need for Seed Frankreich begrüßen. Introduce yourself a little bit. Who are you and what did you do in the past? Really quickly. In fact, I was leading the ESL in France for 10 years, starting in 2003. When we met, it was the third year. And then in 2015, I started the Dream Hack in France for 3 years now, and we will produce the fourth one next year. So to summarize, the last 14 years, we always work with the best, so it was obvious to work, to continue to work with the best with Need for Seed France. So tell me a little bit more. What can we expect? Like, I heard about a warehouse. Yeah. I heard about yeah. Need for Seed France. What does it mean actually for the people in the French sector? Like, when can we expect you guys to start and what are the next steps? We hope to be ready for October. Everything is already settled. The stock, the seeds, the products are already there. The website is translated, but it's still hidden, and everything will be revealed in October. And people will be able to order it directly from France, and to have also the customer support in French. And that's a thing that is very important for French, because French people like French things. Wir haben einiges an frischen Produkten mitgebracht. Einmal gibt es bei unseren bekannten Stühlen natürlich wieder mal einige kleine Upgrades, weil ihr wisst ja, wir entwickeln uns immer noch ein bisschen weiter und eigentlich so, wie es auch im Video gerade rüberkam, wir wollen immer noch ein bisschen einen draufsetzen und haben uns so ein paar neue Designs schon mal ausgedacht. Und die würden wir natürlich heute gern schon mal zeigen wollen. Ja, und dann würde ich sagen, lass mich doch mal überraschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, eins habe ich schon mal gesehen, aber du zeigst mir auch überhaupt gar nichts. Deswegen würde ich sagen, Rampe hoch. Und, du musst sagen, wenn ich im Weg stehe. Ja, wir schieben einfach mal ein Stück vor. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber oh ja, was kommt denn hier vor? Oh, okay. Das sind aber ganz schön viele. So, ich verstecke mich jetzt mal hinter die Stühle. Ja? Das ist ja hier, die nehmen ja ganz schön viel Platz weg. Ja, wir gehen jetzt mal in den Hintergrund. Eieiei. Ja. Ei, ei. Okay, Marco. Ich kann die Stühle sehen, nämlich bei uns hier links vom Screen. Erzähl mir doch mal bitte ein bisschen was. Das sind ja direkt ein Haufen neuer Stühle. Aber was hat sich hier genau geändert? Ich meine, du hast schon was von Designs angesprochen. So, was haben wir getan? Wir haben ja vor gut einem Jahr etwa unsere Need for Seed Edition rausgebracht. Das war dann der erste Stuhl mit dieser Fingerablage-Armlehne. Damit waren wir wieder die Ersten am Start, die das Ding gebracht haben. Das Ganze ist designgeschützt. Haben eine dickere Polsterung noch mal drauf gehabt im Sitzbereich. Ne? Das heißt, also alles noch mal ein bisschen softer, ein bisschen angenehmer geworden, auch vom Gefühl, von der Haptik her. Und weil die Stühle so extrem gut angekommen sind, haben wir gesagt, da müssen wir noch ein bisschen mehr draus machen, weil nicht jeder will ja vielleicht unbedingt unser Orange mit dem orangenen Need for Seed Logo zwangsweise drauf. Haben wir uns gedacht, machen wir das Ganze ein bisschen dezenter und haben einmal so ein bisschen technischeres Design gemacht mit dem Quadzeptor. Ne? Sieht man ja, lustige Quadrate drauf. Und wir haben hier unseren Ergozeptor. Der ist einfach optisch ein bisschen angelehnt. Denkt euch eine Wirbelsäule. Da haben wir ein sehr, sehr scharfes Alien Green. So, ja, schön nach vorne. Komm einfach mal ein Stück nach vorne mit dem Stuhl. Ja, genau. Ja ich würde sagen, schieb doch mal rüber hier. Ich will mal sehen, was da so ist. Ne? Oh. Ja, Stuhl. Schmale Rampe, breiter Stuhl. So, wie viele Farben hast du mir denn mitgebracht? Also du hast alle Modelle nochmal in Blau mitgebracht? Ist das richtig? Wir haben alles nochmal in Blau, wir haben alles in einem schönen Rotton, wir haben alles in dem eben schon gesehenen Alien Green.
Alles relativ leuchtende Farben, aber der Kontrast kommt halt eben auf dem Material super rüber, sodass eigentlich jeder seinen passenden Stuhl findet, ohne gleich sein ganzes Zimmer bunt zu machen. Ja, der wird auch immer schön nochmal gedreht, sehe ich hier gerade. Immer schön nach vorne kommen gerne. Vielen Dank. Danke, dass ihr uns da vor allem aushelft. Ich sehe schon, wenn ich das selber machen würde, dann wäre das wieder eine Katastrophe. So. So, und somit haben wir dann auch verschiedenste Größen, verschiedenste Farben und verschiedenste Modelle und Designs. Ist tatsächlich fast wie bei einer Modenschau gerade. Unsere Modelle alle einmal durch. Aber wie gesagt, ihr könnt sie euch auch gleich alle live nochmal vor Ort anschauen. Aber wir wollten natürlich auch den Zuschauern draußen alle Modelle mal gezeigt haben, wenigstens. Für Rumor vom Team Unicorns of Love. Woo! Hey man. Yes, here we are. Nice to have you here. Let's go a little bit on the front. Oh, it's a pleasure and it's great to actually have you for the first time here in Krefeld. We know each other for quite some time already. And I just mentioned how we met the first time together with Need for Seed in Berlin, actually, in the hotel where you came by. And like, we didn't have an idea what we would do, but just let's talk and see where it's going. And I said, give it a try. Like, I mean, let's just have a try. And you guys said, hey, we can try it. That would be a good idea to work together. But from your perspective, how did it start and what did you think? I do remember really well this hotel meeting we had, and we were like, okay guys, we do chairs, you guys are pink, you have unicorns, I think we have something to do together. And it ended up, in a really nice partnership, and now we have even our own chair, which is pink with unicorns on it, and which is freaking awesome, so yeah, cool, really happy about it. It's a great chair. It's super unique, right? I mean, everyone is like, did you see this chair? I've never seen something like that before. And I think you guys like, I mean, it's actually the way how you present yourself. This chair looks like you guys, you know, the way Unicorns of Love is working. So we had a partnership for 1 year. We tried it out. And from my perspective, and I think also from Marco's perspective, that was a great deal because we had met great guys. It was a great experience, and it was just a question of time until we have to talk and see what we do. And at some point, we had the chance. And you guys are launching so many new stuff, so many products. You are basically destroying your enemies and entering the whole market all over the world. So we just had our chair pink. I heard you have this new fancy, really nice comfy chair. So I really hope to have the Unicorns of Love chair turned into the new chair as well. I mean, there was no way we would jump out of the train, you know? So obviously. And there's one more thing we also want to announce right now. And let me switch for a second back to German with Marco. Kein Problem. Because I need you here to try it out. Oh, la, la. Ich habe hier so ein kleines Paketchen. Yes. Auf das wir ein bisschen stolz sind. Wir hatten es schon lange angekündigt, dass es im Sommer kommen wird. Okay, Sommer hatten wir keinen echten. Wir haben also wirklich gewartet, bis es jetzt wieder warm ist. Gamescom. Haben es endlich geschafft und haben es jetzt am Start. Und da kommt es jetzt auch mal zum Testen. Und Romain darf jetzt einer der Ersten sein, der das System als Erster testen kann. Unser neues SeekFake-System Mark II. There is our new amplifier. We had the system for a long time now, but with a much bigger case. Now we have this super nice, small desktop version of it, but with a lot of power. And so every sound, every bass sound gets directly in your body. Well, it's really cool when you shoot and stuff. I believe it's even greater, I think, with any kind of driving. Yes. Because it's so deep, it moves so much. Yes. Any kind of acceleration, you're just going to... Whenever you hit a wall, it will be a huge vibration. And then you don't have to buy a giant Formula One, you know? Yes, that's exactly the thing behind it. Need for Seed ist, es ist ein gewachsenes Ding und steckt verdammt viel Herzblut drin. Nicht nur von meiner Seite, sondern tatsächlich auch vom gesamten Team, was mit dem Unternehmen in den letzten paar Jahren gewachsen ist. Und ja, steckt viel Herz drin. Wir haben oder sind eigentlich ständig
nicht nur der Meinung, sondern der Überzeugung, dass man ein Produkt immer weiterentwickeln nicht nur kann, sondern auch soll und muss. Und irgendwo stößt man natürlich dann bei sich selbst an seine Grenzen. Man hat zwar Bilder im Kopf und Vorstellungen von einem Produkt, aber kann die vielleicht auch einfach so gar nicht umsetzen. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du einen Partner brauchst, der einfach speziell in diesem Bereich noch kompetenter ist als man selbst. Das heißt, man muss sich immer an dem orientieren, der es besser kann als man selbst. Und das haben wir einfach getan und haben König gefunden und sind da mehr als happy mit. Besonders macht König, dass wir ein Familienunternehmen sind, das seit mittlerweile über 40 Jahren auf dem Markt ist und dass wir uns auf die Kundenorientierung spezialisiert haben. Das heißt, bei uns soll jeder den Sitz bekommen, den er genau braucht, ohne dass er von der Stange kaufen muss. Die Firma König ist der richtige Partner für Need for Seed, weil es beides gewachsene Unternehmen sind und letztendlich auch unterm Strich sehr bodenständige Unternehmen. Das ist was, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das ist auch der Grund, warum wir ja auch auf König zugegangen sind und nicht auf irgendein, keine Ahnung, Riesenunternehmen irgendwo auf diesem Planeten. Wir mögen gerne die kurzen Wege und möchten gerne flexibel bleiben. Und das geht halt nur, wenn du wirklich mit unfassbar riesigen Unternehmen in dem Fall arbeitest, sondern um Produkte relativ schnell umzusetzen und flexibel zu bleiben, ist König für uns der optimale Partner. Aus meiner Sicht wird der neue Stuhl besonders in puncto Design, sowohl der äußeren Form als auch Gestaltung der Bezüge, neue Maßstäbe setzen. Die verarbeiteten Materialien sind sicherlich sehr hochwertig. Auch die Grundkonstruktion ist schon sehr robust ausgestaltet. Die Komfortfunktionen sowohl der Schäume als auch der verbauten Optionen wie Lordosenstütze wird die Nutzer sicherlich begeistern. Ja, also wir sind sehr gespannt. Es war von Anfang an der Wunsch nach einem Produkt made in Germany. Daraufhin haben wir alles ausgerichtet und dafür stehen wir dann auch mit unserem Namen dafür, dass wir das hier am Standort produzieren und die dementsprechende Qualität dann auch dabei rauskommt. Ja, was ich von meiner Seite dazu gern noch loswerden würde, ist, dass ich natürlich A, hoffe, dass das neue Design und dieses extrem hochwertige Produkt natürlich genauso gut ankommt wie alles, was wir bisher schon gemacht haben. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn die Zusammenarbeit Need for Seed, König in dem Fall, zusammen mit dem E-Sport weiter wächst. Wir werden natürlich weiterhin Zeit, Geld und Energie auch weiterhin in den E-Sport stecken, damit dort auch wieder ein weiteres Wachstum noch möglich ist, weil wir einfach an das Projekt E-Sport, will ich es mal nennen, glauben und da einfach sehr glücklich mit sind und wollen, dass das weiter wächst. Und Made in Germany, das ist immer noch so eine Sache, die zieht für sich allein. Wir wollen von Qualität sprechen. Du hast immer gesagt, hier ist wichtig, den besten Stuhl in der E-Sport-Gaming-Industrie zu produzieren. Das hast du letztes Mal gesagt, das ist dein großer Wunsch, weil du halt eben auf Qualität stehst. Jetzt erzähl doch noch mal ganz kurz, ich habe das schon rausgehört. Ja, ihr habt immer ganz viel sozusagen als Erster entwickelt, neu gemacht. So ist es. Jetzt, ich sehe den Stuhl, ich sehe, also ich meine, ich habe ihn natürlich fairerweise schon mal vorher gesehen, ich weiß, was die Veränderungen sind, aber ich sehe hier so viele Sachen, die vorher nicht waren, vor allem, wenn ich die Polsterung schon sehe. Ja. Die Firma König ist mit dabei und die Jungs und Mädels, die produzieren nämlich die richtig krassen Sachen. Bitte mit ganz großen Applaus Daniel Süß hochholen, Geschäftsführer von König. Also wir haben hier einen topmodernen Stuhl zusammen entwickelt, der sowohl vom Design her, aber auch von den Funktionen her, glaube ich, wirklich neue Maßstäbe setzen kann. Und ja, wir sind gespannt, wie sich der Markt positionieren wird. Ein ganz wichtiger Punkt war mir immer die Kopfstütze gewesen, denn im Augenblick ist es ja so, dass wir zwar mit einem super bequemen Kissen arbeiten bei unseren Basic-Stühlen, gar keine Frage. Ein super bequemes Kissen haben wir ja auch, aber es war ja immer das Problem, dass es nicht unbedingt für jede Größe, für jeden gepasst hat. Und hier haben wir eine Kopfstütze. Ihr seht, ist im Prinzip genau wie beim Auto von der Funktionsweise. Das Ding wird oben reingesteckt und man kann es auf entsprechend verschiedene Höhen fixieren, ansetzen. Trotzdem haben wir nicht drauf verzichtet und haben gesagt, das Kissen muss auch waschbar bleiben. Auch das haben wir gelöst. Das Ganze ist dann im Prinzip mit einem Klettverschluss abnehmbar. Ihr könnt das Kopfkissen ganz normal waschen. Wir sind also nicht auf den dummen Gedanken gekommen, da jetzt ein Kunstleder für zu nehmen, sondern so bequem wie immer, aber halt eben nochmal eine Nummer besser. Selbstverständlich haben alle Stühle aus der MIG-Series eine Lordosenverstellung mit dabei. Das heißt also, man kann genau wie im Auto optimal den Stuhl an seinen Rücken anpassen. Wir werden zwei verschiedene Größen haben. Das heißt, es gibt also einmal die normale Sitzfläche und auch eine verlängerte Sitzfläche. Dadurch, dass wir die Kopfstütze verstellen können, müssen wir mit der Rückenlehne nichts ändern.
spart also entsprechend bei uns natürlich Lagerfläche, damit wir viele von den Stühlen hinstellen können, wir verkaufen können. Wir haben unten drunter ein bisschen was verändert, ein wunderschönes Designer-Fußkreuz zusammen entwickelt. Moin, DreamHack Deutschland, Vertreter hier. Schön, dass du mit dabei bist. Wir haben in Leipzig eine LAN-Party-Größe von 1500 mittlerweile, jetzt im zweiten Jahr erreicht und im dritten wollen wir das natürlich nochmal toppen. Und naja, für eine LAN-Party passt natürlich das Thema hier ganz perfekt, weil drei Tage lang hintereinander rumsitzen und sich wenig bewegen, da hilft euer Produkt definitiv. Bitte jetzt nochmal mit einem ganz großen Applaus ein kleines Geschenk für dich, nämlich der neue DreamHack-Stuhl hier von Maxnomic, von der MIG-Serie. Das ist deiner. Der gehört dir. Brandneues Ding. Ich möchte bitte den ganz offiziellen Vertreter der ESL hier begrüßen. Mit großem Applaus Adam Jobst Pistorius hier. Riesenapplaus bitte. Schön, dass du da bist. Wenn im normalen Tagesgeschäft halt einfach irgendwas untergegangen ist, kann ich heute Marco anrufen und ich weiß, in einer Woche habe ich Stühle in Brasilien oder in Südafrika oder Indien und so weiter. Und das ist halt einfach viel, viel wert. Eine Made in Germany Version des ESL Chairs gibt. Bitte mal ganz großen Applaus hier. Adam, und das ist deiner. Den nimmst du mit, hundertprozentig nimmst du den mit. Das ist dein Stuhl. Setz dich hin. Ja? Ihm dürfen wir zum Beispiel hier die Kopflehne schon mal ein bisschen höher machen. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Und auf einmal passt. Kann man ganz gut sitzen drin, ne? Ich bräuchte 1000 Stück davon, bitte. 4 Wochen bis New York. Um es kurz zu machen, auch die nächsten 3 Jahre sind wir Partner. Wir haben es gesigned. Großen Applaus, anders kann ich es nicht sagen. So werden Partnerschaften auf lange Zeit geplant. Und das ist das, was mich immer freut, Langfristigkeit. Es ist ein Markt, der sehr, sehr schnell wächst. Er explodiert in allen möglichen Richtungen. Aber es gibt da immer noch diese Partnerschaften, die bodenständig sind, die auf lange Sicht geplant werden und wo man zusammen auch wächst. Und damals schickte er die Stühle irgendwie 200 Kilometer weit. Heute sind es dann tausende von Kilometern. Der Ticketverkauf für den Seed Story Cup ist heute offiziell angekündigt und auch freigegeben ab jetzt. Und ihr könnt ihn finden. Es ist der Seed Story Cup 8. Checkt ihn aus. Wir haben ihn über alle sozialen Netzwerken gepostet. Ich glaube, wir haben den Link auch eingeblendet, dass ihr auch seht, über Eventbrite, wo ihr Tickets bekommen könnt. Und ich glaube, es kommt, da ist es, jetzt Ticket über seedstory8.eventbrite.de. Es ist das schönste Event für uns, nämlich genau vor Weihnachten. Es ist so der Abschluss des Jahres. Und es kommen, vor allem ist das Wochenende vor Weihnachten, es kommen wirklich immer die bekanntesten Hearthstone-Streamer vorbei. So Leute wie Forsen. Also wirklich, wir haben wirklich die krassesten Leute, die man sich nur vorstellen kann, aus den USA, aus ganz Europa auch mit dabei. Und die haben hier einfach ein schönes Familientreffen. Wir machen jetzt mit diesem Part erstmal Schluss. Ich glaube, wir haben eine schöne Präsentation mit vielen Neuheiten gehabt. Ich sage danke, dass das hier stattfinden konnte, Marco. Und ich sage danke, dass ihr immer noch hier seid, ja, am Sonntag. Und das jetzt auch so langsam, aber sicher zur späteren Stunde. Gleich geht es weiter mit geiler Gaming-Action. Wir haben natürlich das Team rund um Unge hier. Wir haben das Team rund um Hand of Blood mit den Spandauer Infernos hier. Riesige Nummer. Geile Jungs, gut drauf. Wir sind jetzt in einem kurzen Break, kommen gleich wieder mit weiterer Action. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zugehört habt, zugesehen habt. Vielen, vielen Dank. Bis gleich.